Aber er hat es mal getroffen. Also. Ja. Mit dem Oberschenkel noch leicht. Das Stadion in der Fuldaer Johannisau, Sonntagvormittag, der 25. Fulda Marathon soll gleich beginnen. Die letzten Vorbereitungen laufen, das Wetter spielt wie in den letzten Jahren hervorragend mit. Die Bedingungen sind ausgezeichnet. Große Spannung auf der Laufbahn. Die Teilnehmer des Hauptlaufs über die 21 Kilometer stehen bereit. Es ist 11 Uhr und da ist der Startschuss des Bundestagsabgeordneten Michael Brandt. Los geht's! Später gehen dann auch die Teams und die Teilnehmer des 10 Kilometer Laufs auf die Strecke. 2310 Läufer sind in diesem Jahr dabei. Erneut eine tolle Zahl. Ilias Imen von der LG Fulda gehört wieder zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz über die Halbmarathonstrecke. Auch Fußballer, Handballer, Kanuten und viele andere osthessische Sportler haben sich wieder unter die Läufer gemischt. Ein buntes Bild. Klinikum-Vorstand André Eid und viele andere Vertreter der heimischen Wirtschaft sind unter den Startern. Der Lions Club Fulda schickt ebenfalls einige Läufergruppen auf die Strecke. Vom Stadion führt der Weg der Läufer durch die Fuldaer Unterstadt vorbei am Dom zur Hauptwache. Hier ist die Stimmung wieder gut. Viele Zuschauer und die Banzai-Trommler sorgen wieder für gute Laune. Die Läufer werden ordentlich angetrieben. Viele Starter haben angesichts der tollen Bedingungen ein Lächeln im Gesicht. Einigen Freizeitläufern merkt man nach den ersten Kilometern und dem leichten Anstieg am Dom die Anstrengung aber auch schon deutlich an. Weiter geht es dann durch die Friedrichstraße und die Marktstraße zum Buttermarkt. Von dort aus zur Stadtpfarrkirche, zurück auf die Friedrichstraße, auf die Pauluspromenade und in den Schlossgarten. Tolle Atmosphäre zwischen den Blumen und Bäumen, herrliche Bedingungen. Auch wenn viele Läufer nicht wirklich ein Auge für die Botanik haben, sie wollen schnell weiter in Richtung Ziel. Für die Verpflegung der über 2300 Läufer ist wieder hervorragend gesorgt. 20 Kartons Bananen, über 50 Kilo Äpfel und über 200 Kisten Getränke stehen an 6 Verpflegungsstellen bereit. Von der Stadt geht es in Richtung Gläserzell und von dort aus auf einer Schleife zurück in die Stadt und dann endlich in Richtung Johannisau und dem ersehnten Ziel. Im Stadion sorgt wieder die Bäckerei Papport für die Verpflegung der Läufer und Zuschauer. Und dann ist es soweit. Da kommt Alexander Hirschhäuser vom ASC Breitenbach. Der gewinnt über 10 Kilometer. Beste Frau ist Mandana Hofmann aus Dierlos. Ilias Imen von der LG Fulda, da ist er wieder. Und er gewinnt zum dritten Mal den Halbmarathon. Auch wenn die Zeit nach langer Verletzungspause mit 1 Stunde 15 Minuten und 20 Sekunden bei weitem nicht seine beste ist. Die Siegerin bei den Frauen ist Nadine Hübel von Triforce Fulda. Die Teilnehmer, auch die Vierbeinigen, geben auf den letzten Metern noch einmal alles. Dann werden sie in Empfang genommen oder legen sich erst einmal auf den Rasen. Ja, die Strecke war schon sehr abwechslungsreich. Einmal Innenstadt, außen, Schotterplatz war. Die Stimmung war schon zufrieden. Bei dem Publikum, das ist schon eine schöne Veranstaltung, in Fulda zu laufen. Gerade so eine Heimatstadt, wo die Familie mit zugucken kann, ist schon schön. Ja, Wetter wird ja von mir immer rechtzeitig beim Petrus bestellt und seit 10 Jahren mache ich es und seit 10 Jahren ist Wetter immer prima. Und nach 25 Jahren haben wir natürlich auch ein gewisses Maß an Routine und wissen, wie es geht und wissen, wie es läuft. Und das macht die Sache natürlich auch entspannter. Überall zufriedene Gesichter, es gab keine Probleme auf der Strecke. Der 26. Fulda Marathon 2019 kann kommen, wir freuen uns drauf.